Jo, hallo meine Freunde, Bastaflex ist zurück mit Castlevania Dawn of Sorrow und vielen Dank, lieber Jack, dass du die Paranoia-Seele gefunden hast. Damit können wir den Dämonen von Dario besiegen. Aber in diesem ersten Video hier möchte ich doch zuerst noch einige Sachen damit zeigen, denn wir können ja mit der Seele von Paranoia in den Spiegel gehen. Und damit ihr euch nicht langweilt, cutte ich die Sachen raus und zeige euch, wo ich auf jeden Fall, ich weiß, wo zwei Spiegel sind, was man damit machen kann. Also, bis gleich! Und zwar hier im verlorenen Dorf gibt es den ersten Spiegel zu entdecken. Jetzt muss ich nur noch gerade gucken. Genau, das müsste sich eigentlich hier befinden. Der lieber Jack hat ja vor langer, langer Zeit hier schon den Trick angewendet, den man kann durch diese Superattacke hier, wie diese, damit man konnte er was holen gehen. So, das ist ja alles kein Problem mehr hier. Nö, ich kann mit dieser Fähigkeit hier fliegen. Ist es richtig? Ja, genau. Richtig, richtig. Ich muss mich zuerst noch angewöhnen. Nee, das war doch nicht hier. Das war hier unten. Genau. Ich muss es selber noch schnell herausfinden. Ciao. Hier sollte sich das Ganze befinden. Der erste Spiegel. So, hier kann man auch gut Geld grinden. Und hier befindet sich der erste Spiegel. Genau, wie ich es vermutet habe. Also, versuchen wir doch das Ganze mal. Einfach Paranoia einzusetzen. So. Und voilà. Und wir sind in einer Spiegelwelt. Und hier gibt es anscheinend nichts. Aber wenn wir das nochmal anwenden, sind wir im anderen Raum und haben eine Blutträne. Und die, finde ich, muss man unbedingt ausrüsten. Also, Blutträne bringt eigentlich fast alles nach oben. Angriff, defensive Stärke, Konzentration, außer Initiative geht eins down, aber würde ich doch sagen, nehmen wir mit. Also, dann wieder zurück. Denn wir können leider so nicht die ganze Welt erkunden. Wäre cool gewesen. So wie in Symphony of the Night, wo man das ganze Schloss nochmal auf den Kopf gibt. So, aber ich zeige euch gleich, wo das nächste Spiegelgeheimnis ist. Und bevor ich es vergesse, hier will ich noch eine Waffe craften. Oh, hallo Soma. Hast du dich nicht langsam ein bisschen Heimweh? Nein, eigentlich nicht. Warum fragst du? Flunkern nicht. Flunkern gilt nicht. Du hast Mina doch schon so lange nicht mehr gesehen. Ich wette, du verzehrst dich vor Sehnsucht nach ihr. Was redest du denn da? Außerdem passt das jetzt wirklich nicht hierher. Ich wusste doch, dass du nicht so cool bist, wie du immer tust. Volltreffer. Hahaha. Aber du würdest nicht für Mina kämpfen, wenn du nicht so starke Gefühle hättest. Da kann man ja richtig neidisch werden. Also, was darf's sein? Ha, die liebe Yoko. Okay, wir versuchen uns nochmal eine Waffe zu schustern. Und ich glaube auch, wir können da gar nicht so viel machen. Hier sehen wir, im Moment haben wir diese Axt und die ist 64 vom Angriff her. Und wir können diese Axt hier, die ist 61, wollte ich sagen. Und wir können die mit dem Mantichora oder Cora Seele noch weiter craften. Auch wenn Mantichora eine meiner Lieblingsseelen im Moment noch ist, von diesen blauen Seelen, geht sie doch dann, geht die Buchi, oder wie auch das immer auszusprechen ist, geht die dann schon auf 79. Und ich denke, das könnten wir brauchen. Dann wollen wir doch das mal feststellen. Denn es gibt von jeder Waffencrafting immer drei Dinge. Also es gibt immer drei Stufen. Für die dritte Stufe bräuchten wir einen Axt-Ritterheld, aber den haben wir leider noch nicht. Das würde dann auf 96 gehen, wenn wir das hätten. Okay. Das ist das, was ich euch noch auch zeigen wollte. Aber jetzt geht's weiter ins Demon Guest House. Yo, und ich habe wieder noch eine neue Seele, mit der wir eines dieser Mystic News erfüllen können. Nämlich den Yeti hervorlocken. Ich zeige das euch schnell mal, was ich da hier habe. Ich habe den hier besiegt und die Seele von ihm bekommen. Und die Seele ist ganz einfach, wir können essen. Auf das Bett werfen hier. Zum Beispiel.
Jo, und das lockt dann der Yeti an. Ich kann das euch zeigen. Wir haben doch da irgendwo die Mystic News, glaube ich, noch. Da steht dann, Yeti beim Bergdorf gesichtet. Haust er in den Bergen? Dann will ich ja mal gucken, ob ich das schaffe. Dann. Aber, nur damit ich es nie euch gezeigt habe, dass ich diese Seele jetzt auch habe. Und noch eine lustige Seele, die ich gefunden habe, will ich auch gleich zeigen. Hier, bei dieser Kiste. Oh, hier ist Geld, aber nee, es ist ein... eine dumme Kistenmonster. Und diese Seele, die ist eine gelbe Seele und ist ein Wandler. Und das bedeutet, durch Schäden Geld hinzugewinnen. Das kann ich einfach mal einsetzen. Das verändert nichts an unserem Status. Oder an unseren Statis hier. Und deswegen kann ich das auch einsetzen. Jo, nur was ich euch auch gezeigt habe. Und ja, hier ist der Spiegel vom Demon Guest House. Dann wollen wir doch mal Paranoia einsetzen und zu gucken, was finden wir hier denn? Und wir finden ein Mana Prisma. Ja, supi. Okay, hier kann ich wirklich nichts mehr machen. Wir müssen zurück. Jo, das hätten wir auch somit. Also, gleich geht's weiter. Jo, und hier haben wir auch was gefunden. Hier seht ihr das im Hintergrund, da ist der Yeti, von dem die Mystic News reden. Und wir können ihn hier mit diesem und ein Free Renault so schnell kicken, denn wir brauchen auch seine Seele, glaube ich. Und oh Gott, jetzt soll ich die grinden? Okay, ich grinde das mal. Und yeah, ich hab's geschafft, nachdem ich etwa 20 Mal grinden musste, einen weißen Orb aus dunkler Energie erschaffen. Cool. Okay, das ist eine blaue Seele. Dann gucken wir uns doch mal an. Yeti. Weißen Orb. Das ist schon seltsam. Was ist das? Wir können einen Schneeball machen? Bringt das irgendwas? Keine Ahnung. Komisch. Das Zeug, ich probiere das mal hier. Okay. Okay, ich kapiere nichts. Und wie groß kann man denn den machen? Okay, kann ich den mitnehmen? Ah ja, krass. Okay. Cool. Ja, gut, es ist eine lustige Spielerei. Aber ob die wirklich was bringt... ist fragwürdig. Ich probiere das nochmal hier. Komm, 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 komm. Du wirst die alle kicken hier. Gut, die sind alles schwache Gegner hier. Oh, der wollte nicht sterben. Okay, keine Ahnung. Die brauchen wir aber vielleicht am Ende. Immerhin, das wollte ich euch auch zeigen. Erste Mystic News Quest erfüllt. Sehr gut. Yeah, bang! Und ja, bis gleich, wenn ich noch was anderes versucht habe, im Garden of Madness zu machen. Glaube ich zumindest, dass es da noch mal was gibt. Oder, nee, ich weiß noch was. Ich weiß noch was. Also, bis dann. Das wird ja immer besser. Ich habe hier auf dem Weg zum Demon Guest House, wo ich noch was machen möchte, probieren möchte, ob es geht, weiß ich nicht, habe ich noch eine Teufelsseele gefunden. Pakt mit dem Teufel schließen, um Stärke zu erhöhen. Ja, yeah, das gucken wir uns doch mal an. Teufel. Okay. Nicht so. Wow, was passiert da? Oi, das nimmt unsere Energie. Oh, das kostet uns jeweils 10 von unserer Energie. Cool. Keine Ahnung, ob das wirklich extrem effektiv ist. Mal sehen. Also, bis gleich. Und jetzt nochmal was ganz Komisches. Nur 2 Gegner weiter. Wir wisst ja vielleicht noch, haben wir diese komische Safe-Türen, indem wir eine bestimmte Anzahl Geldstücke am Ende haben müssen. Also hier jetzt beim Gold 777 am Ende, damit man die Tür öffnen kann. Und damit haben wir, ich zeige euch gleich schnell den Gegenstand, nee, der ist hier. 3 Siebner haben wir damals gefunden. Der gibt Glück. Aber ich habe lustigerweise jetzt gleich beim Killer Clown noch einen zweiten 3 Siebner gefunden.
ganz komisch, denn ich habe im Moment 37er und seltener Ring aktiviert, damit ich mehr Glück habe beim Seelengrinden. Okay, das wollte ich nur kurz sagen. Also, wieder bis später. Jo, und hier beim Demon Guest House, glaube ich, haben wir das Rätsel mit diesen verschiebbaren Zimmern noch nicht ganz gelöst. Ich habe nämlich beim, als ich auf der anderen Seite nach diesem Spiel gesucht habe, was leuchten gesehen im Raum 9. Und jetzt habe ich den Weg so gestaltet, dass wir jetzt in den Raum 9 können und da sollten wir doch noch was finden. Ich weiß aber nicht, ob es extrem nützlich ist, das hier zu finden, aber wir werden es sehen. Denn wir wollen alles. Hier haben wir was. Es ist ein Glitter-Outfit. Ja, natürlich muss Soma sich aufpimpen. Also deswegen gucken wir uns doch mal an, was das Glitter aus ein aufwendig gestaltetes Edel-Outfit angreift. Defensive und Stärke geht massiv nach oben. Und Glück, Initiative und Konzentration geht nach unten. Ist aber nicht ein schlechter... Nicht schlecht. Mal gucken, wie es gegen den Allrocks-Anzug ist. Da ist schon noch überall besser. Da ist schon noch das rundum bessere. Aber ist ja egal. Ich pimpe jetzt mich ein wenig und versuche hier noch auch noch den letzten Raum zu klären von diesem Rätsel. Vielleicht gibt es da auch noch was Cooles. Also, bis gleich. Und ich habe wieder ein Rätsel gelöst. Nämlich hier im Raum Nummer 8 befindet sich nochmal ein Gegenstand. Und es ist ein Türkis-Stecker. Das gucken wir uns doch auch noch schnell mal an. Was ist denn der Türkis-Stecker? Der macht Defensive und Init auch sehr gut. Ist denn der besser als dieser Blut? Dieser... Keine Ahnung, wie der war. Ein roter Blutstecker war das, glaube ich. Genau. Nee, die Blutträne. Ja, ist immer noch besser, die Blutträne. Aber, jo, cool. Ich glaube, hier habe ich nochmals was zu finden. Also, bis dann. Und yeah, wieder eine neue Seele gefunden. Und jetzt ist es der Henker. Dann gucken wir uns doch mal Guillotine aus der Hölle beschwören. Wollen wir doch mal gucken. Boah, was ist denn hier los? Da sind noch mehr von diesen... Ich habe nicht mehr so viel Energie. Wirklich muss ich aufpassen. Gut, aber... Das wollte ich haben. Ich habe gesehen, vielleicht kann ich mit dieser Seelenfähigkeit was bewirken. Ah, also nicht so. Beim nächsten Boss. Aber ich mache noch schnell was und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt auch sogar noch die Zombie-Krieger-Seele bekommen. Schussseelen für Standardangriffe einsetzen. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das denn aussieht. Das ist eine gelbe Zombie-Krieger-Schussseelen. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist die Henker-Seele, die geht ziemlich cool. Jo, aber das wollte ich euch alles zeigen. Ich will euch ja nichts vorenthalten, aber bis gleich. Und jetzt endlich, ich habe den giftigen Schwanz wachsen lassen. Können wir jetzt als Wiedergutmachung, dass ich sie gecraftet habe, um eine bessere Waffe zu haben. Der grüne Schwanz, jetzt haben wir den Mushusu. Yeah. Zeige ich euch auch gleich. So, Mushusu. Können wir... Mushusu? Yeah, und er ist grün und vergiftet die Gegner hoffentlich auch noch derbe. Cool, so bin ich auf jeden Fall mal recht gut ausgerüstet. Also, bis dann beim Bosskampf. Denn ich gehe jetzt, ihr wisst ja, wo ich hingehe. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Zeugs gesammelt. Nee, nicht so. Genau, hier waren wir schon vorher, als wir das erste Mal gegen den lieben Bossi gekämpft haben, Dario. So, der ist auch hinüber. Und ich muss mich dann natürlich noch richtig einrichten, damit ich all diese wundervollen Seelen,
die ich gesammelt habe, auch richtig gut einsetzen kann. Ich muss wahrscheinlich einige Male üben, um Daria zu besiegen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Das heißt, wenn es wieder rangeht an den Daria Bossy. Ciao!